Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ja, unsere Chaos-Kolonie. Oh, wir sollten hier vielleicht neues Research jetzt mal. Was ist denn heute los? Ich weiß auch nicht. Liquid. Wollen wir hier so ein Liquid-Zeug machen oder hier so ein Pressure-Management und Temperaturzeug? Um ganz ehrlich zu sein. Was? Tailors Enhanced Clothing Items for Duplicants. Aha. Ich weiß nicht, was das soll. Ich bin noch etwas verwirrt. Machen wir erst das Gas-Piping-Ding? Ich weiß halt nicht, wofür man das braucht. Wir erforschen, glaube ich, erstmal das. So Liquid, keine Ahnung. Ist irgendwas dabei, was wir gebrauchen könnten? Nicht wirklich. Ist da irgendwas dabei, was wir gebrauchen könnten? Ach, ich habe keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal das. Zack. Und weiter geht's. Arbeitet mal. Ja. Wie läuft's denn sonst? Eigentlich ziemlich gut. Hier kommen wir langsam ran. Dieses Bristlebriar-Dings könnten wir wieder abbauen und dann hier irgendwo nochmal... Wisst ihr was? Wir machen hier jetzt einfach nochmal ein, zwei Pflanzkörbe rein. Ist mir doch latt. Dann steht der hier eben rum. Und dann gibt's halt einfach noch so zwei Pflanzkörbe. Das kann doch nicht so schwer sein. Immerhin kann man die doch angeblich auch als Deko nutzen, ne? Deko, minus 10. Man kann sie nicht als Deko nutzen. Fuck! Okay. Wir deconstructen das mal wieder. Ja, das passiert also. Oder wartet mal. Wartet mal. Geben die vielleicht Deko? Irgendwie nicht. Die sagen nichts. Ja, keine Ahnung. Dann bauen wir auf alle Fälle hier noch mehr hin. Denn ich habe die Vermutung, dass wir das brauchen werden. Oh. Ich hoffe, dass uns das jetzt hier nicht irgendwie so runtertropft. Das wäre so mega mies. Was ist das hier eigentlich? Obsidian? Das brauchen wir, glaube ich, noch für ein paar andere Sachen demnächst. Aber noch nicht im Moment. Hier wird was gebaut. Da könnten wir uns hochbohren. Und dann würden wir hier rankommen. Ich glaube, wir bauen hier schon mal eine Leiter hoch. Dann können wir uns nämlich hier sofort irgendwie... Ja, an das Kupfer ranmachen. Ich hätte das halt gerne, ne? Aber ich will es jetzt auch noch nicht an... Ja, greifen quasi. Und da oben ist ja eine sterile Umgebung. Das heißt wahrscheinlich, dass das Zeug hier ewig halten wird. Also machen wir das erst auf hier oben, sobald Hunger bei uns herrscht. Aber im Moment sieht das auch eigentlich ganz gut aus. Was machen denn unsere Algen? Wir haben noch 1600. Das ist nicht so geil. Wir sollten vielleicht hier auch mal anfangen zu buddeln. Wartet mal, das hier unten das wegzumachen ist ein bisschen blöder. Wir canceln das mal. Und dann würde ich auch das hier canceln. Weil die dann hier so hochklettern können. Dann können wir nämlich hier mal so komplett alles wegmachen. Und dann haben wir wieder für Algennachschub gesorgt. Sehr gut. Ihr macht alles richtig. Habt ihr ein Sauerstoffproblem? Tatsächlich, hier hinten ist ein Sauerstoffproblem, aber ist sonst passt doch hier alles, ne? Ja. Ansonsten haben wir hier keine Sauerstoffprobleme. Naja, hier ist nicht ganz so geil und dann beim Klo. Mh. Ja gut, dann müssen die beim Klo halt ein bisschen die Luft anhalten, ne? Was gibt's eigentlich noch zu gucken? Power Grid Overlay, kann man da irgendwas sehen, was instabil ist oder so? Nee, da passt alles. Temperatur.
19,9 Grad, also passt doch alles. Ich glaube, das war wirklich clever, dass wir das so auseinandergezogen haben. 29 Grad, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr heiß. Da haben wir es, glaube ich, etwas übertrieben mit den Lampen, oder? Hm. War eventuell nicht so klug anders, aber ja, gut. Thermal Comfort Overlay. Body Heat Loss. Body Heat Retention. Also eigentlich passt hier alles, ne? Was ist das? Light Overlay. Also bei den Dingern, wo sie sind und arbeiten, sehen sie auf alle Fälle was. Liquid Pumping, da habe ich immer noch keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Und Gas Pumping, fragt mich bitte nicht. Dekor, wie sieht es denn mit dem Dekor aus? Eigentlich alles ganz gut. Bis auf hier, hier könnte man noch was machen. Und Priority, da kann man eigentlich hier, ja, keine Ahnung. Okay, lassen wir die Leute mal weiterarbeiten. Und halten die mal nicht so sehr auf. Ich würde übrigens noch ganz gerne hier unten ein bisschen Dekor hinbauen. Denn das sieht sehr schlimm aus. Und wenn die hier schon warten müssen, ne, also, was heißt warten müssen, viel Zeit verbringen müssen, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, wenn da wenigstens ein hübsches Plänzchen auf sie wartet. So, hier können wir was einpflanzen. Ach, das muss repariert werden jetzt hier wegen dem Wasser, oder was? Faszinierend. Wir müssen jetzt einfach mal hoffen, dass sich das hier irgendwie nicht so durchbaut und hier dann alles unter Wasser setzt und... Oh, shit. Okay, wir werden wohl hier hinten mal anfangen mit der Forschung. Wir bauen einen Superrechner hin. Wieso wird hier eigentlich nicht weiter geforscht? Fehlt uns etwa der Dirt? Ich glaube, uns fehlt ein bisschen so der Dirt. Nee, eigentlich nicht. Ja, aber was ist dann unser Problem? Das ist es nicht. Jobs. Lass mal zu den Jobs gucken. Research. Nee, da haben wir tatsächlich nur eine Person, die das machen sollte. Hm. Und die zwei haben es wohl nicht rechtzeitig ins Bett geschafft. Was problematisch sein könnte, denn hier ist die Luft ziemlich schlecht. Ich hoffe, dass die mir jetzt nicht verrecken. Made a mess? Wie wär's, wenn du vielleicht hier in dein Bett gehst? Achso, die kommen da wahrscheinlich nicht mehr runter. Ach, Leute. Das war euer Problem. Ihr seid voll die Würste. Mhm. Sehr gut. Jetzt zieht mal hier noch so ein bisschen was ein. Was ist denn das? Das ist Dreck, okay. Wieso setzt ihr euch eigentlich nicht hin, wenn ich hier euch so was Schönes hingebaut habe? Ihr habt doch da förmlich eine richtig tolle Mensa. Okay, die sind auf alle Fälle soweit. Das heißt, wir können die nächste Research Station machen. Mit einem fetten Supercomputer, den wir dann hier hinten hinklatschen. Um den natürlich jetzt auch noch mit Strom versorgen zu können, müssen wir ein weiteres Kabel verlegen. Blub, 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 blub. Mega. Ich denke, das läuft doch. Das kriegen wir hin.
Jawohl, ja. Open Research. So, was wollen wir denn als nächstes eigentlich damit machen? Ich glaube, es ist ein Fertilizer Maker und ein Refrigerator wäre wahrscheinlich echt nicht schlecht. Aber ich lasse hier nochmal dieses Liquid Piping irgendwie durchlaufen. Da warten wir noch einen Moment und dann können wir das andere machen. Hey, geh mal weg hier. Okay. So. Hier könnten wir was einpflanzen lassen. Wie kann man es schon abernten? Ja! Man kann schon abernten. Wie super ist das denn? Ich gehe da jetzt mal noch nicht hin. Wie viel Wasser haben wir eigentlich hier drin? Das sollte relativ zügig leer sein und dann können wir uns hier dran machen. Sag mal, können die da eigentlich noch so ein Teil draufbauen? Kommen die da ran? Ich habe Zweifel. Okay. Was sagt die Forschung? Dass wir gleich soweit sind, okay. Dann lassen wir die Heinis mal schlafen und dann können wir mal ganz kurz gucken, was es denn hier gibt. Plus 7 Cooking, Tinkering, Medicine and Strength. Ja, was kann der denn dann richtig gut? Wollen wir Ada holen oder nicht? Wir nehmen einfach mal Ada. Und dann werden wir am nächsten Tag hier auf alle Fälle das Schlafzimmer noch ein klein wenig erweitern müssen. Damit die gute Ada nämlich da drin etwas Platz findet. Was ist denn da los? Wieso schlaft ihr alle so schlecht? Das sollte doch alles passen. So. Das schafft ihr doch. Oh, wir sollten vielleicht tatsächlich noch mehr abernten. Jetzt haben wir ja mehr Mäuler zu stopfen. Okay, da oben wird es wohl nichts mehr. Da kann man nicht ran, okay. Alles klar. Ich glaube, wir sollten noch eine zweite Farm bauen. Ah, da ist ja nochmal Wasser, das ist ja echt zum Kotzen. Wo haben wir denn noch mehr Platz? Ich meine, wir könnten sagen, dass wir hier nochmal eine Farm einziehen. Okay, Research complete. Jetzt können wir gucken, was wir hier machen können. Das glaube ich nicht, dass wir im Moment brauchen.
Wir müssen vielleicht doch erstmal hier das lernen. Oder das Fine Dining. Ich glaube, wir machen jetzt einfach erstmal das Fine Dining. Ist vielleicht ein Fehler. Aber das kriegen wir ja später noch raus. Gucken wir doch mal. Die arbeiten auf alle Fälle schön fleißig und dann wählen wir das aus und dann zack. Genau, dann können wir hier schon mal Wasser absaugen. Ja, wollen wir hier unten vielleicht noch einen Raum reinbauen? Ich denke, das könnte schon Sinn machen. Genau, mach das mal. So, dann, bauen wir hier schon mal das Airlock auch mit rein. Und dann gibt es nämlich hier... Na, wo ist denn das? Wo ist denn das? Hier hauen wir nämlich dann den Kompost und so rein. Ja, wobei... Wir canceln das nochmal und dann hauen wir den Kompost gleich hier mit dran. Und dann ist hier noch etwas Platz. Können wir das nämlich auch noch hier ausbuddeln lassen. Und machen hier noch einen Teil hin und da noch. Und dann können wir gucken, was wir hier noch Giftiges reinbauen. So haben wir das Giftige ein bisschen, ja, isoliert. Und was sagt hier die Forschung? Nichts. Also ich hoffe, dass wir jetzt hier nämlich den ganzen giftigen Müll hier rausgekriegt haben in den Kompost. Und dann damit irgendwie hier was machen. Ich will mal gucken, was das... Ja, hier ist richtig scheiße. Aber das passt schon, damit müssen wir jetzt leben. Wir werden da drin nicht mehr so viel rumgeiern müssen. Läuft. Skill increased, Athletics zu 2, okay. Ich bin gespannt, wann die endlich mal damit fertig ist. Okay, die braucht noch ein bisschen. Ich würde hier gerne mal das Wasser wegkriegen, damit wir dann hier so langsam uns ans Wasser ran machen können. Und der Druck dann irgendwie besser wird. Oh Mann. Das war vielleicht nicht so klug, um hier unten unsere Farm hinzumachen. Kann man das... Ja, wir können es abernten. Dann ernte doch mal. Essen ganz schön viel weg. Ich weiß nicht, wie wir da hinterherkommen sollen. Juhu, sie verbraucht Wasser. Können wir auch schon abernten? Nein. Dann müssen wir noch einen Moment warten, aber hier oben. Ich würde halt hier gerne ran. Können wir das machen? Dauert noch einen Moment. Das dauert auch noch. Wie kann ich dem jetzt hier sagen, ja, fertilize das mal? Toasty Surroundings. Auf gut Deutsch, es ist der blöden Edel-Deluxe-Pflanze zu warm. Willst du mich verarschen? Das war schon wieder das Falsche. Ich wollte F1 drücken. Ist es hier wirklich zu warm? Was, F2? Was, F3? 23,3 Grad. Es ist gerade um vielleicht 1 Grad zu warm. Unglaublich. Unglaublich.
Ach, da wollte ich doch noch was hinbauen. Und niemand von euch hat mich daran erinnert. Leute, denkt doch mal mit. So, dann machen wir das hier. Wisst ihr, was wir machen? Hier oben einfach mal so ein Massageding. Damit die dann da so ein bisschen Stress abbauen können. Ich hoffe, dass das hilft, denn unser Stress hier Level steigt. Vor allem Abe. Abe kriegt bald die Krise. Wer ist eigentlich Abe? Achso, das ist Abe. Abe hat hier wahrscheinlich höllische Angst, dass bald das Wasser eindringt. Komm, Abe. Gönn dir. Gönn dir, mein Freund. Genau, Abe. Geh da mal hin. Wie geil ist das denn? Also das ist ja wohl echt mega. Ist er hier jetzt entspannter? Was sagt das Stresslevel von Abe? Abe ist jetzt auf 52%. Okay. Ich hoffe, dass wir den noch runterkriegen. Es ist nicht so gut, wenn der hier irgendwie noch zum Massenmörder wird oder so. Er hat leichte Wunden, oh Gott. Also brauchen wir irgendwo auch noch eine Krankenstation. Oh, und guck mal, wir können was abernten. Halt, da wollte ich drauf gehen. Harvestet doch mal. Research complete. Okay, wir haben erst jede Menge Wasser verbraucht, aber wohl doch nicht so viel. Also gut. Oxygen. Wir könnten hier noch ein schönes Algen-Aquarium irgendwie so reinstellen, weil das lustig ist und auch noch Wasser verbraucht. Und dann gucken wir mal. Als nächstes erforschen wir dieses Gaspiping-Ding. Dann wäre vielleicht jetzt ein Kühlschrank gar nicht mal so schlecht. Ich stelle den Kühlschrank einfach mal hier hin. Gott, das ist ein heilloses Durcheinander im Moment. Aber ich weiß halt auch nicht, ne? So, Jungs und Mädels. Ich hoffe, dass das jetzt hilft. Was kommt denn jetzt schon wieder? Also ich muss definitiv jemanden zurückschicken. Es sei denn, hier kommt jetzt der Mega-King. Oh Mann, ne? Jetzt kommen natürlich die richtig guten Leute. Ja, aber ich muss die jetzt einfach alle mal zurückschicken, bevor wir hier ein ernsthaftes Nahrungsproblem kriegen. So, wer hat denn noch besonders viel Stress? Mima hat noch Stress. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir schicken Mima mal hier hin. Ja, läuft doch sonst ganz gut. Jetzt mal mit Ausnahme, dass uns hier ständig mit Wasser reintropft. Haben wir da jetzt das Kabel schon hinverlegt? Ja. Ey, ich und mein Alzheimer, ne? Das ist echt nicht so einfach. So, sehr schön. Ich denke, das reicht dann, glaube ich, so auch als Schlafsaal. Also, wenn 5 Leute oder 6, wir sagen einfach mal 6 Stück. Das heißt, wir können hier nochmal ein kleines bisschen ausbauen. Und dann machen wir noch schön die Teils hier außenrum. Und dann ist der Raum hier fertig.
Dann bringen wir zukünftig einfach immer nur maximal 6 Leute in einem demselben Raum unter. Und ich sehe, dass wir schon wieder bei 25 Minuten sind. Gut, ich muss mal lernen, mich hier in diesem Spiel kürzer zu fassen, Mann. Das ist ja echt schlimm mit mir. Wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder und dann gucken wir mal. Also ich würde hier das ganz gerne noch ausbauen. Ich habe immer so ein bisschen Angst um die Nahrung. Also das... Ich glaube, wir müssen da echt... Wir brauchen da mehr. Definitiv. Wir brauchen da mehr. Kann man eigentlich mal was in den Kühlschrank rein tun? Ja. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.